Nun werden dort für nahezu jede denkbare Koalition gehandelt. Nichts scheint ohne sie zu gehen. Aus den Bürgerschrecks von einst sind irgendwie everybody's darling geworden. Doch wer so umworben wird, der wirkt auch schnell beliebig. Ist zu viel Mitte für die Grünen gefährlich? Nick Leifert hat diese Woche Silvia Lührmann beobachtet, die grüne Spitzenfrau in Düsseldorf. Bielefeld, Kreisverband der Grünen. Die Poster an der Wand sind neu, auch die Vorhänge von IKEA. Die Zukunft strahlt schon mal in die Wohnküche. Spitzenkandidatin Silvia Lührmann ist da, um über die Lage zu berichten. Die wird von Termin zu Termin besser. Die Regierungsbeteiligung ist für die Grünen in greifbare Nähe gerückt. Mit schwerwiegenden Folgen für den Bund. Das heißt, wenn Schwarz-Gelb in Düsseldorf fällt, gibt es keine Mehrheit mehr in der Länderkammer für den Ausstieg aus dem Ausstieg. Das ist für uns Grüne natürlich eine hohe Motivation. Gemeint ist der Atomausstieg. Er ist für die Grünen nicht verhandelbar. Auch Gesundheitsprämie und Steuersenkungen gerieten ins Wanken. Also die großen Projekte der Bundesregierung, wenn die Grünen in Nordrhein-Westfalen an die Macht kommen. In den Umfragen haben sie sich seit der letzten Wahl schon verdoppelt. Silvia Lührmann fährt von Kreisverband zu Kreisverband und beschwört die Basis, auf dem Teppich zu bleiben. Doch wenn Schwarz-Gelb in NRW keine Mehrheit bekommt, dann sind die Grünen am Zug in fast jeder Konstellation. Am liebsten möchten sie mit der SPD regieren, auch die legt in Umfragen zu. Das Verhältnis von Rot-Grün aber war nicht immer gut. Zu gemeinsamen Regierungszeiten unter Ministerpräsident Clement ließ die SPD den kleineren Koalitionspartner die Arroganz der Macht spüren. Ich habe den Eindruck, dass die Grünen sehr wohl wissen, dass es eine gute Zusammenarbeit mit uns geben kann. Wir haben da auch aus Fehlern gelernt aus der Vergangenheit. Wir haben ein gutes Verhältnis und unsere Programme passen sehr gut zusammen. Silvia Lührmann beschreibt sich nicht als bürgerlich, aber sie spricht von Erdung. Mit Jürgen Rüttgers kommt sie klar. Das Gerede von Schwarz-Grün amüsiert sie, die Bundesspitze aber bleibt auf Distanz. In diesen Zeiten ist ja Schwarz-Grün sowieso nicht wahrscheinlicher geworden. Sehen Sie mal, mit einem käuflichen Ministerpräsidenten, Viertelstündchen für 6.000 Euro, sprich, wer das Geld locker hat, kann ihn sich mal mieten. Das ist gar nicht die Zeit, um über sowas zu philosophieren. Aber die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in Hamburg und auch im Saarland haben gezeigt, dass man mit der CDU sehr viel verhandeln kann. Wenn die Grünen das Lager wechseln sollen, und das würden sie ja dann tun, dann muss man ihnen viel bieten. Werksbesichtigung in Herford. Der Mittelständler produziert Blockheizkraftwerke, eine Branche nach dem Geschmack der Grünen. Auch ein solcher Betrieb ist eben Teil des ökologischen Umbaus der Industriegesellschaft. Das war früher ein Nischenthema und das ist heute ein Thema, was in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die Grünen werden klären müssen, in welche Richtung sie wollen. Weiter nach oben in die erste Liga oder aber sich damit zufrieden geben, ein Koalitionspartner für andere Parteien zu sein. Die Grünen haben sich alle Optionen offen gehalten. Das könnte sie in Düsseldorf zum Zünglein an der Waage machen, zugleich aber Profil und Glaubwürdigkeit kosten. Wer everybody's darling ist, ist zwar in der Mitte angekommen, riskiert aber die grüne Identität. Mehr Berlin direkt jetzt.